Wie ihr hoffentlich im letzten Video gesehen habt, stehen wir hier bei Isla, direkt am Strand. Da es uns hier so gut gefallen hat, haben wir 2 Tage hier verbracht. Abstrakte Figuren hier am Strand. Sonne soll hier noch rauskommen. Hoffentlich. Und sie kam raus. Ja, ein Campingplatz. War aber voll. Hier sind Hunde am Strand. Wohl verboten. Hält sich aber anscheinend keiner dran. Da oben sind wir. Perfekten Blick hier aufs Wasser. Nach einem schönen und erholsamen Tag haben wir uns am späten Nachmittag in der Gegend einmal umgesehen. So, hier mal die ganz andere Seite. Parallelbucht, Nachbarbucht. Sehr wohl ein Volkssport. War schon interessant hier. Solche vorgelegene Insel, eine ganz kleine. Hier kann man schnorcheln, Stand-up paddeln, nicht tief, ideal für kleine Kinder, wahrscheinlich warm ohne Ende. Ja. Planschbecken, Becken. Wie kommst du dann ja auf, dass es ein Planschbecken ist? In so niedriges Wasser ist. Ja, da steht das Wasser. Bestimmt voll warm. Von Isla fahren wir nun zur Touristenattraktion Gaste Lugace. Der vordere Parkplatz war leider voll belegt. Für den Besuch des Klosters ist ein Online-Ticket erforderlich. Das Ticket ist kostenlos. Da die Besucherzahl pro Tag begrenzt ist, ist es sinnvoll, am Vortag zu buchen. Am heutigen Tag war schon alles ausgebucht, deshalb sind wir weitergefahren. Unsere letzte Station heißt San Sebastian. Auf der Hinfahrt haben wir San Sebastian schon einmal besucht. Da haben wir den westlichen Teil besichtigt. Nun steht die eigentliche Innenstadt und die Burg auf dem Plan.
San Sebastian. Bogenstellplatz. Zu unserer Überraschung gab es abends ein Feuerwerk. San Sebastian feiert im August ein riesiges Fest. Eine Woche lang finden hier Regatten, Ballspiele, Musikevents und Theaterdarbietungen statt. Was wir in San Sebastian erleben, zeigen wir im nächsten Video.